Hallo YouTube, ich wurde in letzter Zeit oder insgesamt seitdem ich meinen Channel habe und Videos veröffentliche, schon des Öfteren gefragt, wie ich denn meine Spiele aufnehme und mit welchem Programm. Ich habe schon ein paar Mal darauf verwiesen, dass ich DxTory benutze, aber das Programm sagt wahrscheinlich vielen recht wenig. Bevor ich damit angefangen habe, das zu benutzen, kannte ich es auch gar nicht. Also da waren mir nur die großen Namen bekannt wie Fraps oder MSI Afterburner. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt mal darauf eingehen, welches Programm ich benutze und warum. So, ich habe es jetzt schon mal gestartet und ihr seht hier die Oberfläche. Fangen wir mal an, unter Profile. Wenn ihr jetzt ein Spiel startet, dann wird die Exe hier oben automatisch hinzugefügt. Ihr könnt jetzt sehen, ich habe DxTory schon mal in den folgenden Spielen hier benutzt, wie NBA, BF3, Guild Wars, Half-Life 2, in dem Fall dann Counter-Strike. Und für jedes dieser Profile könnt ihr eigene Einstellungen machen. Im Endeffekt ist es aber relativ egal, denn wenn ich jetzt im BF3 bestimmte Settings habe und als nächstes dann Guild Wars 2 aufnehme, dann habe ich dort genau dieselben Settings. Es sei denn, ich möchte, dass sie sich unterscheiden. Dann kann ich die auch dementsprechend abspeichern. Dann kommen wir zu den Reitern, die ihr hier sehen könnt. Der erste, der Target-Reiter, ist komplett uninteressant. Da braucht er nichts machen, deswegen lassen wir den jetzt auch weg. Und dann kommen wir schon zu Overlay. Overlay ist quasi die FPS-Anzeige in-game. Ihr seht hier die grüne 69 und die ist jetzt bei mir hier oben links oben in der Ecke. Da können wir noch variieren, wo sie hin soll. Also seht ihr, da gibt es genug Positionen, wenn es euch hier oben nicht passt, aber mir passt es da immer sehr gut. So, diese Zahl zeigt euch dann an, wie viel FPS ihr gerade in-game habt. Die Farbe dieser Zahl könnt ihr auch noch hier anpassen, wenn ihr wollt. Nun ist es so, dass wenn ihr spielt, wird es mal angezeigt und auch wenn ihr recordet, steht diese Zahl immer da oben. Allerdings in der am Ende ausgegebenen Datei wird diese dann ausgeblendet. Wenn ich jetzt meine Record-Taste drücke, die in dem Fall F12 ist, dann färbt sich diese Aufnahme orange, weil ich es auch hier so festgelegt habe. Das zeigt mir dann an, dass ich gerade aufnehme. Dann habt ihr hier noch die Einstellungen, sollen die FPS angezeigt werden? Soll angezeigt werden, in wie viel FPS aufgenommen wird? Denn das unterscheidet man noch, da kommen wir dann gleich zu. Und soll der Status angezeigt werden, ob gerade aufgenommen wird? So, dann kommen wir zu Folder. Da kommen wir zum ersten Vorteil von DxTory. Ihr könnt hier nun verschiedene Ordner anlegen oder Festplatten. Ich habe jetzt eine SSD und eine HDD. Meine SSD ist schon fast voll, deswegen benutze ich nur die HDD. Hier habe ich den Ordner auf E-Screen Captures festgelegt und dort werden alle Rohdateien abgespeichert, die ich aufnehme. Hätte ich jetzt zum Beispiel ein Kontingent festgelegt, dass wir sagen, der Ordner Screen Captures ist maximal 5 GB groß und ich nehme was auf und es werden die 5 GB überschritten, dann wird automatisch ein zweiter Ordner benutzt, wenn ich den festgelegt habe. Also ich könnte jetzt hier sagen, unter Computer E und dann unter, was weiß ich, Games, auch wenn es jetzt total unsinnig wäre, soll dann alles weitere aufgenommen werden. Das erscheint dann hier drunter und wenn der Ordner voll ist, dann wird die Datei entweder darauf gesplittet, auf die zwei Ordner oder eine komplett neue Datei angelegt, je nachdem, wie ihr das handhabt. Und ganz wichtig, im Gegensatz zu Fraps zum Beispiel, ist es von Vorteil bei DxTory, wenn man schnelle Festplatten hat. Also je schneller die Festplatte, desto besser ist das Recording-Ergebnis und auch zum Beispiel die FPS werden weniger beeinflusst. Bei Fraps kennt man das ja, man hat 80 FPS und will was aufnehmen und auf einmal hat man 20 weniger und man fragt sich, wo sind die hin? Bei DxTory verliert man natürlich auch ein wenig was an Performance, allerdings ist es nicht so viel wie bei Fraps oder anderen Programmen. Das ist wirklich der große Vorteil. Dann kommen wir zu Hotkeys. Hier habe ich nur zwei, die ich brauche. Das ist einmal Start, Stop, Movie Capture, in dem Fall F12. Also sprich, meine Aufnahme kann ich damit starten, wenn ich F12 drücke oder beenden. Und ich habe Execute Single Screenshot F11. Das ist einfach nur ein einfacher Screenshot, mehr nicht. Dann kommen wir zu Movie. Das ist der erste wichtige Reiter. Hier stellt ihr alles ein, was mit der Aufnahme zu tun hat, von der Qualität her etc. Ihr seht dann jetzt hier den Videocodec. Alle, die ihr hier seht, bis auf diesen hier, den Lagarith Lossless Codec,
sind vorinstalliert. Ich glaube, ganz am Anfang ist es sogar der DxTory-Videocodec, den ihr da seht. Den Lagarith müsst ihr euch erst runterladen. Der wurde in vielen Foren empfohlen, etc. pp. Deswegen habe ich mir den auch installiert. Allgemein bietet er eine bessere Performance und die Videodateien sind am Ende kleiner. Das ist schon sehr von Vorteil. Die Einstellungen, die ihr hier seht, die kann ich jetzt nicht mehr ändern, die sind festgelegt. Und Quality 100 könnt ihr euch ja selber denken, je niedriger, desto schlechter die Qualität, aber das passt alles so. Hier haben wir jetzt noch den Reiter, wo wir den Codec selber konfigurieren können. Da seht ihr hier diese vier Checkboxen. Ich glaube, das sind auch die Standardeinstellungen und so wie ich es auch in Foren gelesen habe, mit die normalsten und besten. Das Einzige, was ich hier benutze, ist Multithreading. Ja, erklärt sich von selbst, je nach CPU, Multithreading immer gut. Und hier der Mode YV12 liefert die besten Ergebnisse. Dann kommen wir zur Framerate. Da mögen Ungeübte oder Unwissende jetzt sagen, warum benutzt du nur 30 und nicht 60 oder 120, was so viel flüssiger wäre? Für eine Aufnahme ist das im Endeffekt irrelevant. Da könnt ihr 30 benutzen, das sind die Videodateien sowieso dann kleiner, weil weniger Bilder aufgenommen werden müssen. Und es liefert eigentlich dasselbe Ergebnis. Also es ist und bleibt flüssig. Alles unter 30 wird erst nicht mehr flüssig dargestellt. Dann hier den Video-Output, da nehmen wir einfach nur File-Output. Hier haben wir einen Direct-Show-Output. Weiß ich jetzt gar nicht wirklich, was das ist. Ich schätze mal auf irgendwas, was mit Streaming zu tun hat. Auf jeden Fall benutze ich File-Output und das funktioniert, also kann es nur richtig und gut sein. Des Weiteren File-Format, da habe ich gerade eben noch schnell auf der DxTory-Seite nachgeguckt. Dort steht geschrieben bei AVI, also AVI benutzt man, wenn man nur auf eine Festplatte recordet oder auf einen Ordner in dem Fall. Und RawCap benutzt man, wenn man die Datei splitten will, beziehungsweise auf zwei Ordner zum Beispiel. Deswegen kommt für mich nur AVI in Frage und das passt ja auch so vom Format dann her. Hier haben wir dann noch die Options. Ja, ist klar, Include Mouse Cursor, also ob man die Maus sehen soll, wie ihr es jetzt hier gerade in der Aufnahme seht. Ich recorde übrigens nicht mit DxTory meinen Desktop. Deswegen nicht wundern, wenn ihr meine Maus seht, obwohl hier kein Haken drin ist. Aber das ist natürlich auch relativ unwichtig für Spiele, zumindest für Shooter, denn da sieht man ja eh immer das Fadenkreuz. Bei einem Strategiespiel oder so, da wäre es dann wahrscheinlich schon sinnvoller. Dann hier noch Synchronize Video FPS, sprich, dass die Framerate hier oben an die Ingame FPS angepasst wird, beziehungsweise umgekehrt. Also wenn ich jetzt hier 30 stehen habe, dann müssten wahrscheinlich meine Ingame FPS auch 30 sein. Bin ich mir nicht sicher, aber ich denke mal schon, es klingt logisch. Dann hier der Clipping-Bereich, der fällt komplett weg. Damit kann man dann die Aufnahme noch ein bisschen zuschneiden. Ist bei mir nicht vonnöten. Dann hier Scaling, das ist dann auch nochmal interessant. Hier wird einmal unterteilt in Percent und Size. Percent ist klar, seht ihr dann hier 175, 50 oder könnt ihr dann selber nochmal anpassen, hier über die Buttons. Das ist dann von dem Gesamtbild, also jetzt in meinem Fall zum Beispiel, wenn ich Fullscreen aufnehmen würde, dann wären es 1440 mal 900. Ist natürlich keine richtige HD-Auflösung, wie man sie kennt, wie 720p oder 1080p. Deswegen nehme ich nicht diesen Reiter hier, sondern benutze Size, wo ich dann wirklich sage, ich möchte in 720p, also 1280 mal 720 aufnehmen. Ist allgemein auch sinnvoller, da man dort wirklich selber bestimmen kann, wie es denn nun aussehen soll. Eine Prozentangabe ist immer relativ ungenau, wenn man sich das jetzt nicht selber ausrechnen kann. Und dann kommen wir zum nächsten Reiter, das wäre dann Audio. Das ist jetzt ein weiterer Vorteil von DxTory. Ihr seht hier 1 und 2, das sind meine beiden Audiospuren, die ich mal aufnehme. Bei 1 benutze, ach, Entschuldigung, bei 1 nochmal, nehme ich meine Boxen gerade auf. Ihr seht hier, das sind alles die Audio-Aus- und Eingänge, die ich besitze. Und das hier sind meine Boxen. Da ich jetzt ein Headset habe mit einer USB-Soundkarte dran, kann ich Sound über Boxen und Headset gleichzeitig ausgeben. Das ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn ich was aufnehmen möchte, wo ich erstens den Ingame-Sound aufnehme und gleichzeitig das Teamspeak, wenn ich jetzt mit jemand anderem spiele, und gleichzeitig noch mein Mikrofon, was ich zum Beispiel hier auf Tonspur 2 mache. Da greife ich dann mein Mikro ab.
Dann müsst ihr mal hier, wenn ihr jetzt zum Beispiel, was weiß ich, vier Soundspuren habt, Audiospuren, dann könnt ihr hier über diese Checkbox auch noch sagen, ob da recorded werden soll oder nicht. Also es ist schon recht praktisch. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel ein Programm benutzt wie Sony Vegas, das benutze ich zum Beispiel für meine Videos zum Rendern und Bearbeiten, dann habt ihr dort auch die einzelnen Audiospuren. Die könnt ihr dann nochmal variabel anpassen. Und hier unten gibt es dann nochmal die Einstellung zu jeder einzelnen Audiospur, wie ihr das haben wollt. Ich bin jetzt kein Audio-Experte, deswegen habe ich hier die Standardsachen genommen, PCM und den Wert, den ihr hier sehen könnt. Wenn es da was Besseres gibt von der Qualität her oder so, dann sagt's mir. Wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Als nächstes hätten wir dann hier den Screenshot-Reiter. Ist selbsterklärend, wie gesagt vorhin, unter Hotkeys mit F11 mache ich Screenshots. Ihr könnt dann die Qualität einstellen und in welchem Format das sein soll. BMP, TGA, JPEG, PNG zum Beispiel. Und der vorvorletzte Reiter, das sind dann nochmal Advanced Settings. Ist für mich alles relativ unwichtig. Für Leute mit einer Multi-GPU, also einer Grafikkarte mit zwei Kernen zum Beispiel, gibt es hier einen Fix-Code. Ich habe jetzt eine Single-GPU-Grafikkarte, deswegen kann ich nicht genau sagen, was der macht, aber wenn da schon Fix-Code steht, dann wird es wohl irgendein Bug oder ein Problem geben bei manchen Karten. Dann wäre das vielleicht sinnvoll. Da müsst ihr dabei mal eher googeln, da habe ich jetzt nicht so die Ahnung von. Das Wichtigere hier wäre noch Processing Threads. Ich glaube, CPU-Kerne und CPU-Threads sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das weiß ich nicht ganz genau, aber ich meine schon. Wenn nicht, dann sagt es mir bitte in den Comments, denn ich will hier keinen Humbug erzählen. Also berichtigt mich da ruhig. Ich habe mir jetzt mit meinem Halbwissen einfach mal eingestellt, dass zwei Threads benutzt werden, obwohl ich vier zur Verfügung habe bei meiner CPU. Einfach aus dem Grund, dass ich mir gedacht habe, wenn ich vier zur Verfügung habe, benutze ich zwei, damit noch zwei übrig sind, die wiederum fürs Spiel benutzt werden. Wie gesagt, das ist Halbwissen. Also ich weiß nicht, ob ich hier gerade Bullshit erzähle oder ob es richtig ist. Aber ich lasse es einfach mal so, denn immerhin erziele ich damit immer noch sehr gute Ergebnisse bei der Aufnahme und FPS technisch. Wenn es nicht gerade ein Battlefield ist, das unglaublich viel Leistung braucht. Und dann hier der vorletzte Reiter global. Ja, das sind so Standard-Settings wie Check-Update, also wenn ich die X-Story starte, ob dann nachgeschaut werden soll, ob es ein Update gibt oder nicht. Also jetzt nichts Weltbewegendes hier. Und hier der letzte Button Information, das sind einfach nur die Lizenzsachen, das kennt man ja von anderen Programmen auch. Ja, gut. Das war es dann eigentlich auch schon. Viel mehr gibt es hier nicht zu sagen. Es gibt hier unten noch die Buttons, Raw Cap Converter, AVI Fix, AVI Mux. Und Video-Setting, damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Ich glaube, das ist für einfache Aufnahmen auch gar nicht mal so wichtig. Von daher sollte es irgendwann mal doch wichtig sein oder ich finde heraus, dass es eigentlich immer mal gut gewesen wäre, das zu benutzen, dann werde ich mich damit mal auseinandersetzen und vielleicht ein Video dazu machen. Ja, gut. Also, wenn ihr weiterhin Fragen habt, dann stellt die gerne. Ich hoffe, ich kann sie dann beantworten. Sollte das nicht der Fall sein, dann kann das vielleicht jemand anders tun, der dieses Video schaut und mehr Ahnung hat. Wie gesagt, ich bin kein Profi mit dem Programm, aber so wie ich jetzt alles eingestellt habe, kann ich perfekt aufnehmen und ihr kennt ja die Ergebnisse dann in meinen anderen Videos, zum Beispiel im BF3. Wenn es da qualitativ dann nicht so toll aussieht, dann liegt das nicht an DxStory, sondern an meinem Renderprogramm Sony Vegas. Dass ich da nicht die perfekten Settings habe oder es so gemacht habe, dass die Videos am Ende nicht zu groß sind. Denn mal eben so, ich weiß nicht, ein Gigabyte hochladen oder so, das dauert ja dann auch nochmal ein bisschen. Selbst mit einer 32-Mbit-Leitung, mit 2-Mbit-Upload. Also, da nehme ich dann eine etwas schlechtere Qualität in Kauf, anstatt dann am Ende da zu sitzen und erstmal 3 Stunden hochladen zu müssen. Gut, den Download-Link für DxStory und den Codec hier werde ich dann noch unten in die Description packen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wie gesagt, Fragen unten in die Comments. Und das war's dann. Auf Wiedersehen.